Hallo und herzlich willkommen beim Zen Garden in Paraguay. Wieder zur Serie Wohnen und Leben in Paraguay. Heute schauen wir uns an, wie wird ein Kintschu gebaut. Ich habe das Video im Vergleich zu unserem Dachvideo auch deutlich kürzer gehalten, das heißt etwas über 9 Minuten. Los geht's! Und natürlich geht es wieder los mit der Lieferung. Sie sehen, LKW hält und da ist alles drin und drauf, was man zum Bau von einem Kintschu braucht. Wir haben eine Kintschu-Firma beauftragt. Das heißt, die machen neben Kintschus und anderen Holzsachen, sind die darauf spezialisiert. Und man hat uns wieder gesagt, die haben einen guten Ruf. Zum Holz. Das Holz, was Sie hier sehen, ist unbehandelt. Das heißt, der rötliche Farbton ist Natur. Natürlich wird am Ende das Holz noch lackiert, aber nur klar lackiert, ohne Farbe. Ich muss zugeben, ich habe natürlich gleich mal die Hand drauflegen müssen, um zu schauen, oh, wie fühlt sich das an. Und ich muss sagen, toll. Tolle Holzstämme. Und ja, lassen Sie sich überraschen, wie am Ende der Kintschu mit diesen Holzstämmen aussehen wird. So, nachdem die ganzen Rohstoffe, die sie benötigen, abgeladen waren, sind am nächsten Tag dann ist das Bau, das Installationsteam angerückt. Und wir haben das Gelände bereits abgesteckt gehabt. Und Sie sehen hier wird bereits vorbereitet, wo die 6 Holzstämme des Kintschus hinkommen sollen. Dazu haben sie dementsprechend auch im Boden ein Loch ausgehoben. Und Sie sehen hier, am Ende, oder die Stämme werden in den Boden reingesteckt, sind davor oder hatten schon die schwarze Lackierung, die wasserabweisende Farbe bekommen, haben auch, man sieht es von hier noch ganz deutlich, 4 Stahlstangen drin in jede Richtung, in jede Himmelsrichtung eine. Und am Ende wird dann hier auch Zement hineingegossen, damit es ein stabiles Fundament ergibt. Und genau das sehen Sie hier, so eine kleine Mischmaschine. Einer hält schon mal. Der Herr mit den Krücken ist der Chef. Man wird es nachher auch noch sehen. Also ganz toll, wie der das Dach, ich glaube, man sagt knüpft mit dem Stroh. Auf jeden Fall ganz toll, wie er das macht. War natürlich im Moment die Attraktion. Alle waren neugierig, vor allem ich, zu sehen, wie wird es aufgebaut. Und ja, am Ende, Sie werden es nachher, wie gesagt, noch im Video sehen, wunderschön. Übrigens, die Sprache, die Sie im Hintergrund hören, das ist Guarani. Das ist ein Indio-Dialekt. Die Amtssprache ist natürlich Spanisch. Und natürlich auch in der Schule und Universitäten wird überall Spanisch gesprochen. Das heißt, die Einheimischen sind alle zweisprachig. Spanisch lernen kann ich mir nur empfehlen, wenn Sie hier wohnen, auf jeden Fall. Guarani ist schon eine andere Hausnummer, aber auf jeden Fall super interessant. So, hier sehen Sie bereits 5 der Holzstämme sind im Boden drin. Die werden dann auch mit, ja, ich sag mal, eine Art Bambusstangen. Es sind keine Bambusstecken, aber von der Idee werden diese Holzstangen, solange sie im frisch gegossenen Zement drin stecken, werden mit diesen zusätzlichen Holzstangen fixiert, damit der Zement trocknen kann und die Holzpfähle dementsprechend auch ihre Stabilität bekommen. Die Holzstangen zum Stützen werden natürlich später auch weiterverwendet. Die werden oben am Dachstuhl dann quergelegt und auf die wird dann im Endeffekt wird das Stroh gelegt und fixiert. Ja, jetzt sind alle 6 Holzpfeiler in der Erde und man hört die Zementmischmaschine, die kleine, läuft und jetzt wird alles nochmal aufgefüllt. Übrigens, Sie hören es,
Eine wunderbar ruhige Lage haben wir hier in Njembe. Außer unserem Baulärm. Es ist wirklich richtig schön ruhig und dennoch sehr, sehr nah zur Stadt, nach Asunción in die Stadtmitte. Ja, hier einen kleinen Sprung. Nachdem dann alle 6 Löcher gefüllt waren, dass der Zement getrocknet ist, ging es dann weiter und es wurde oben das Dachgewölbe aufgebaut. Und Sie sehen hier, der Herr sitzt schon oben und fängt an, das Dach zu machen. Im Moment bohrt er noch, im Moment sägt er noch, wie man es hört. Genau, und hier ein Kollege, der legt schon die ersten Strohballen hin. Wir werden es gleich sehen, wie die Strohballen nach oben transportiert werden. Ah, die Motorsäge, da komme ich natürlich nicht gegen an, gar keine Chance. Aber ich finde allein schon jetzt von der Optik, es hat was. Und gleich, wenn, ja, im Video gleich, wenn das Dach fertig ist und man sich darunter stellen kann, es ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre in dem Kintschu. Freue mich dann schon richtig auf das erste Abendessen, ja, vielleicht mit Ihnen, mit den Gästen im Zen-Garden. Und wie gesagt, lassen Sie sich nicht täuschen, auch wenn der Himmel bewölkt aussieht, es ist warm. Tagestemperaturen zwischen 25 und 30 Grad. An diesem Tag nicht so heiß, wir haben ja gerade Sommer, weil eben die Wolken da oben sind. Ja, und jetzt habe ich auch gerade die beiden Kintschubauer gefragt, ob ich sie filmen darf, während sie das Dach machen. Und ich muss zugeben, mein Spanisch ist natürlich A nicht perfekt und mein Guarani ist so gut, ist natürlich gar nicht vorhanden. Und aber nachdem ich dann klar gemacht habe, was ich machen möchte, haben sie gesagt, ja, überhaupt kein Thema, ich darf kurz das Video drehen. Und ja, man sieht hier einfach, die Besonderheit, hat man mir erklärt, beim Kintschu-Dach ist, dass das Strohdach, dass die verschiedenen Strohstränge sehr nah und sehr eng aneinander gemacht werden müssen, dass das Ganze auch wasserdicht ist. Und das muss, ja, muss eine spezielle Technik und auch eine gewisse Kraftanstrengung sein. Ein Bekannter hat schon gesagt, er hat das früher auch gemacht. Und er macht es nur noch, wenn privat mal was zu machen ist, weil er hat gesagt, das ist so kraftraubend, dass er es nicht mehr machen möchte. Ja, aus meiner Sicht, aber ich bin ja da Laie, sieht das richtig gut aus, was die da machen. Auch unser Architekt, der die beauftragt hat, hat gesagt, die müssen richtig, richtig gut sein. Ich denke, das erste Mal, wo wir den Qualitätstest sehen werden, ist, wenn man unterm Kintschu sitzt, im Kintschu sitzt und es fängt an zu regnen. Was das Holz betrifft, da muss ich sagen, also ich lege immer gerne meine Hand aufs Holz und schaue mal, ob, ja, wie mir das dann gefällt. Und ich muss wirklich sagen, also die Hölzer, die hier genutzt werden, machen einen sehr positiven Eindruck. Die sind im Moment, das Rötliche, was man hier bei den Stämmen, bei den Säulen, bei den Holzsäulen sieht, das ist Naturfarbe, das ist nicht angepinselt, das ist nicht angemalt. Später müssen die Säulen und die Holzteile natürlich alle regelmäßig lackiert werden, damit sie wetterfest bleiben, das ist klar, aber im Moment, das ist die Naturfarbe, die Sie sehen. Ah, und jetzt auch ganz interessant, in einem anderen Video hatte ich mal gezeigt, wie man Dachschindeln nach oben bringt, nämlich durch Werfen. Das gleiche passiert natürlich ja auch mit dem Stroh. Und jetzt hopp, wirf. Und haben Sie gesehen? Der Kollege fängt. Also wie präzise der das Stroh nach oben wirft. Na klar, hat er wahrscheinlich schon 100.000 Mal gemacht, aber trotzdem faszinierend aus meiner Sicht. Wahnsinn. Ja, dann lasse ich die
Herrn einfach mal wieder in Ruhe weiterarbeiten. Und so wurde unser Kinshu im Zen-Garten Paraguay gebaut. Und Sie sehen es hier noch auf dem Bild. Der Kinshu ist jetzt und auch in Zukunft so der, ich sag mal, soziale, kommunikative Mittelpunkt des Zen-Gartens. Und das sieht man auch heute schon. Ich meine, klar, er lädt richtig ein, reinzugehen und ist natürlich ein toller Schattenspender. Also irgendwie diese Einladung und Schattenspender macht ihn heute schon zum Dreh- und Angelpunkt. Und wir sehen immer wieder, wie die Bauarbeiter ihre Pausen, die Kleinen am Vormittag, die Kleinen am Nachmittag und auch die Mittagspause, immer wieder sehr gern im Kinshu verbringen. Und ich selber auch und ja, das ganze Zen-Garten-Team. Wir haben sogar 2 Stühle mittlerweile im Holzhaus deponiert. Und wenn wir dort sind, nehmen wir die Stühle und setzen uns in den Kinshu, weil es einfach so angenehm ist. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn wir von Ihnen einen Daumen hoch bekommen, hier unter dem Video einmal klicken. Dann wissen wir, es hat gefallen. Ihr Zen-Garten-Team Paraguay.